Auf der Wetterkarte sehen wir eine ganze Menge Tiefdruckgebiete und diese Tiefdruckgebiete werden uns dann auch am Wochenende doch ein bisschen beschäftigen. Am Sonnabend haben wir doch mit sehr stürmischem Wind zu rechnen, also Böen der Stärke 8 bis 9. Vielleicht auch mal eine Zehnerspitze sind durchaus möglich. Garniert wird die ganze Geschichte durch einen Mix von Sonne und Wolken, wobei die Sonne dann hauptsächlich in der ersten Tageshälfte vielleicht sich noch mal so ein bisschen durchsetzen wird. In der zweiten Tageshälfte dann doch mehr die Schauer. Dazu Temperaturen, alles andere als winterlich, 7 bis 10 Grad. Also das ist eine sehr milde Angelegenheit am Sonnabend. Der Wind, der wird dann im Verlauf des Abends so ein klein bisschen nachlassen. Und dann zeigt sich dann am Sonntag dann doch der Himmel doch sehr, sehr, sehr wolkenverhangen. Also viele, viele Wolken, immer wieder Regen. Die Temperaturen nur noch im Bereich 4 bis 5 Grad und in den höheren Luftschichten, da kommt ein bisschen kältere Luft rein, sodass dann auch mal Graupel oder Schnee dabei sein kann. Der Wind wird am Sonntag nicht allzu stark werden, zumindest tagsüber. Warum? Dieses Tiefdruckgebiet St. Tippe, was man auf der Wetterkarte gesehen hat, wird wahrscheinlich genau über uns liegen. Und wenn jetzt in den überregionalen Nachrichten so ein bisschen Panik gemacht wird wegen Sturm, dann betrifft es hauptsächlich südlich von Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind hauptsächlich im Tiefdruckkern drin und da ist der Wind bekanntlich nicht so schwach. Aber muss man ein bisschen aufpassen, wo sich dieses Tiefdruckgebiet genau positioniert. Ich bin erst der Meinung, Sonntag wird es nicht ganz so schlimm, aber dafür viele Wolken und Regen. Es wird so sein, dass es in der nächsten Woche doch sehr, sehr wechselhaft wird, wobei der Montag noch relativ freundlich ist, insbesondere tagsüber ein bisschen Sonne, erst abends ein paar Schauer und ab Dienstag doch sehr, sehr wechselhaftes Wetter und vom Winter weit und breit keine Spur. Wie das nächste Woche weitergeht und wie wir in den meteorologischen Frühling starten, sage ich Ihnen nächste Woche. Ihr Thomas Daniels.